Servus bei Just Sound Car, Hi-Fi. Heute zum Thema Lautsprecher bzw. die Wattangabe eines Lautsprechers. Und dafür habe ich euch mal drei Lautsprechersysteme, jetzt in dem Fall 13 cm Koaxiallautsprecher, mitgebracht. Und fangen wir mal mit dem an, der die größte Wattzahl hat. Und zwar haben wir jetzt hier einen Pioneer TSG 1333i. Das hat hier eine Wattangabe von 200, so sieht man es besser, 250 Watt maximal. Das ist eigentlich schon ganz schön viel. Dann haben wir jetzt hier ein Alpine-System, SXE-Serie 1325S. Das hat eine Maximalbelastbarkeitsangabe von 200 Watt. Und dann haben wir noch hier ein Hyphonics TS52. Und das hat eine Maximalbelastbarkeitsangabe von 150 Watt. Da sieht man es ganz gut. Und jetzt werden wir von Kunden oft gefragt, ja, ich nehme doch einfach das, was mehr Watt hat. Vor allen Dingen ist das in dem Fall jetzt sogar noch das günstigste System. Und das Hyphonics kostet ungefähr das Doppelte von dem Pioneer und auch fast das Doppelte von dem Alpine-System, nämlich 75 Euro. Und hat die kleinste Belastbarkeitsangabe. Also warum nehme ich nicht das Pioneer 250 Watt statt dem Alpine mit 200 und dem Hyphonics mit 150? Naja, die Frage ist insofern nicht ganz richtig gestellt, weil man muss immer bedenken, erstens mal ist interessanter die 75 Watt RMS, weil das ist das, was der Lautsprecher wirklich auch umsetzen kann. Weil die 150 Watt maximal, beziehungsweise hier 200 oder 250, naja, das ist eine Angabe, die ist theoretischer Natur. Also von daher kann man die eigentlich vernachlässigen. Und wenn wir jetzt mal hier schauen, das Alpine-System hat eine, wo steht es hier unten drauf, eine Belastbarkeit, eine RMS-Belastbarkeit von 35 Watt. Also nur noch die Hälfte von dem Hyphonics-System. Hier auf der Rückseite kann man es ganz gut sehen. Und das Pioneer-System, wo steht es bei dem Pioneer drauf, da steht auch hier hinten drauf, hat eine Belastbarkeit auch von 35 Watt. Das ist jetzt hier extrem klein, aber man kann es wahrscheinlich erkennen. Also die RMS-Angabe ist nämlich dann genau umgekehrt. Das heißt, das Pioneer, das Alpine, die anderen JVC, Sony, wie sie alle heißen, in der Preisklasse, sind da ähnlich, haben auch eine Belastbarkeit von rund 35, 50 Watt. Also das ist die eigentlich interessante Angabe. Aber was noch viel interessanter ist, was auch viel einleuchtender ist, selbst wenn wir jetzt diese Belastbarkeit mal hernehmen von 250, 200 und 150 Watt, müssen wir immer überlegen, an welchem Verstärker hängt denn dieses Lautsprechersystem dran? Die allermeisten betreiben das am Radio. So, ein Radio macht maximal, eigentlich ja RMS-Angabe bzw. Sinus-Angabe, sind 4x20, 4x25, 4x maximal 30 Watt. Aber Maximalangabe sind 4x50, das hat eigentlich fast jedes. Sony hat 4x55 und es gibt einen Pioneer und es gibt einen Sony, die machen im Moment 4x100 Watt maximal, bzw. 4x40, 4x45 Watt RMS. Aber wie ihr merkt, diese Maximalangabe ist deutlich geringer als die Maximalangabe, also die Belastbarkeitsangabe von dem Lautsprechersystem. Also insofern bringt euch diese Mehrbelastbarkeit eigentlich gar nichts, weil ihr habt die Leistung gar nicht. Wenn man das jetzt mal mit dem Auto vergleicht, habt ihr zwei Reifen. Der eine ist freigegeben bis 250 km/h, der andere ist freigegeben bis 300 km/h. Euer Auto läuft aber nur 200 maximal, bei Grunda vielleicht 210. Also auch da ist es so, beide Reifen sind nicht an ihrer Belastungsgrenze, also insofern spielt die Maximalbelastbarkeit, in dem Fall jetzt die Geschwindigkeit beim Reifen, ja gar keine Rolle, weil bei beiden erreicht ihr die nicht. Ja? Also versteift euch nicht so sehr auf die Maximalbelastbarkeit. Das Ganze ist muss man immer im Verhältnis sehen, wie betreibe ich das Lautsprechersystem, und insofern schaut euch das genauer an. Und ja, wenn ihr dann noch Fragen habt zu dem Lautsprechersystem, ne, welches ihr jetzt nehmen sollt, welches ist besser, welches ist schlechter, beziehungsweise nicht ganz so gut, weil schlecht gibt es selten, ja, im KFI-Bereich mittlerweile, dann ruft uns einfach an, 06732 933 588 oder schreibt uns eine E-Mail an support@justsound.de, und wir sehen uns, bis dahin und ciao.